Die Kraft der Sonne ist unvorstellbar groß und ein Geschenk des Himmels. Warum also nicht den glühenden Stern auch verstärkt für die Stromerzeugung nutzen? Genau daran arbeiten Ingenieure und Forscher weltweit. Andreas Heisch ist Wirtschaftsingenieur und Experte für Zukunftstechnologien. Die Solarthermie liegt ihm besonders am Herzen. Solarthermie ist im Prinzip ein zusammengesetztes Wort, einmal aus Solar wie Sonne und Thermie wie Wärme und bedeutet mehr oder minder einfach die Wärmeenergie der Sonne. Solarthermie in Bezug auf Energieerzeugung bedeutet einfach die Nutzung dieser Sonnenenergie und dieser solaren Wärme. Um ein einfaches Beispiel zu geben, wir kennen das alle, dass sich im Sommer unsere Seen aufheizen und die Temperatur sich erhöht, damit wir baden können und diese Art der Energie nutzen wir. Verschiedene Bauarten von Solarthermiekraftwerken liefern heute schon zuverlässig Strom, etwa in den USA oder in Südspanien. Das Parabolrinnenkraftwerk ist momentan am meisten verbreitet. Und so funktioniert's. Die gebogenen Parabolspiegel bündeln die einfallenden Sonnenstrahlen auf eine kleine Röhre in der Mitte. In ihr befindet sich eine Flüssigkeit, die durch die Sonnenenergie stark erhitzt und zu Wasserdampf umgewandelt wird. Dieser treibt dann eine Turbine und einen Generator an. Wie ein Dynamo am Fahrrad erzeugt die Drehbewegung Strom. Die Solarthermie hat einen entscheidenden Vorteil und dieser ist, dass man direkt ins Kraftwerk einen Wärmespeicher integrieren kann. Somit kann das erwärmte Wärmeträgermedium gespeichert werden. Es wird im Prinzip in großen isolierten Tanks zwischengelagert und nicht direkt zur Dampferzeugung benutzt. Und man kann damit dann eben zu jedem Tages- oder Nachtzeitpunkt dieses Wärmeträgermedium nutzen, um Dampf zu erzeugen und mit diesem Dampf dann eben wiederum Strom zu erzeugen. Eine weitere Technologie nutzen sogenannte Solarturmkraftwerke. Hier lenken die Spiegel die Sonnenstrahlen nicht auf eine Linie, sondern auf einen einzigen Punkt. Dieser befindet sich in der Spitze eines Turmes. Der Rest funktioniert wie beim Parabolrinnenkraftwerk. Die Hitze erzeugt Dampf und dieser treibt eine Turbine und den Stromgenerator an. Speziell solarthermische Kraftwerke sind wir mit sehr guten Zukunftschancen ausgestattet, da es eine saubere Technologie ist, die als Antriebsenergie wird die Sonne benutzt, welche unbegrenzt zur Verfügung steht. Und es gibt auch genug geeignete Flächen, um solarthermische Kraftwerke zu bauen weltweit, wenn wir nur mal an unsere Wüsten denken. Und zudem kommen mehr und mehr Projekte, wie zum Beispiel das Desertec-Projekt, nun zu dem Schluss, dass solarthermische Kraftwerke einen entscheidenden Beitrag zu unserer zukünftigen Energieversorgung leisten können. Projekt Desertec. In der Sahara sollen mehrere solarthermische Kraftwerke entstehen. Bis zum Jahr 2050 sollen dann 15% des gesamten Energiebedarfs Europas aus der Wüste im Norden Afrikas stammen. Dies wäre ein Riesenerfolg für die Solarthermie und für ihre Entwickler.